Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Blitzies dran. Im Szener Design würde ich jetzt sagen, also ich sag mal jetzt mal Leslie, ja. Also Leslie ist der Hersteller, Importeur, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Wir haben hier 4 Bombenrohre in einer Pappschachtel, sehr hochwertig vor allen Dingen. Also Pappschachtel ist sehr hochwertig und auch die Verarbeitung der Bombenrohre ist sehr hochwertig. Sie sind natürlich sehr lang, was für Tieftonheuler Bombenrohre normal ist. Wenn man guckt, das ist auch keine Mogelpackung, also hier oben ist der Stopsen schon drin, also den sieht man schon. Zur Verarbeitung super eigentlich, ist alles schön gut verklebt, also es macht einen hochwertigen Eindruck. Wir haben pro Bombenrohr 20 Gramm NEM, das macht 80 Gramm aufs gesamte Paket. Kosten tut das Paket 5,99 bis 8,99, je nachdem wo ihr kauft. Diese sind jetzt hier von Zündidee für 6,99 und ja, Zündidee ist verlinkt, Röder ist verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir raus zur Zündung. Und wenn euch die Bombenrohre gefallen hat, lasst ruhig mal einen Kommentar da oder wie ihr sie findet. Und bin ich mal gespannt, was ihr zu den Teilen sagt. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Grüne Blinker, sehr schön. So, am nächsten. Rote und grüne Blinker. Und die Feuertöpfe sind auch unterschiedlich. Da hat man jetzt rote, grüne Blinker. Gucken, was der hier macht. Rote Blinker, aber oben waren ein bisschen wenig rote Blinker. So, und der letzte. Ja, also ich finde die toll. Ja klar, sind ein bisschen teurer wie die Sputniks, aber sind super, fein mit dem Blinkfeuertopf.